Dankeschön, Dankeschön. Schön, 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 schöner Ton. Was wir viel, viel mehr darauf achten müssen, ist die punktierte Achtelnote. Ja, da, da, dass sie quartonisch ist. Du spielst praktisch eine perfekte Triole. Da, 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 da. Eins, zwei, drei, vier. Hä? Fangen wir jetzt nochmal an, bitte. Ja. Mir schwebt noch nach dieser Einleitung ein schönes deutsches Piano vor. Das haben wir noch nicht. Versuchen wir es nochmal. Okay. Würde ein akzentuiertes S spielen. Pa, doa, pa. Ja, nochmal bitte. Okay. Ein Tag. Ja. Ich finde, da musst du mit der Artikulation bewusst rumgehen. Wie willst du das machen? Ta, ta und dann? Da, 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 di, da, da. Ah, du spielst es aber nicht so. Da, 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 da. Es ist zum Teil legato, zum Teil gestossen. Nehmen wir gerade noch die Einleitung. Sehr schön, sehr, sehr schön. Leicht agogisch. Ja, da, 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 da. Da, 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 da. Ja, da, 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 da. Ein bisschen erotischer auch. Hm? Können wir anfangen? Da, 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 da. Genau. Was haltest du davon? Da, 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 da. Du spielst da, ha, da, ha. Muss nicht sein, da, da. Nein, das ist natürlich auch der Einsatz, bitte. Dürfte das noch klarer ausgesprochen haben? Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Hör nochmal die gleiche Stelle, bitte. Treffen vorhin schon gesehen. Der Fluss muss gewährleistet sein. Nehmen wir es mal bitte. Spott. Es ist eine Nuance zu spät. Lass mal das Klavier. Dürfen wir dich mal hören, André? Bitte. Auf den fahrenden Zug aufsteigen. Nicht frisch starten. Was mir nicht ganz optimal gefallen hat, ist der Schlusston, wo noch ein Gramm zu viel am Knochen hatte. Ich übertreibe natürlich. Aber es geht noch ein bisschen, muss entlasten, oder? Wo können wir einsteigen? Da, die, eins, zwei, vier, bam. Da, da, die. Das fällt natürlich schon bei der Atmung an, gell? Wenn du oberflächlich einschnaufen tust. Da, 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 da kommst du in eine Triole, automatisch. Da, da, da. Bravo. Wenn wir
auch Repetition haben, also mit Klavierbegleitung den Unterricht haben, dann schätze ich, wenn die Mitstudenten anwesend sind, weil früher oder später spielen sie das Stück auch, dann haben sie schon mal Ideen. Erstens und zweitens muss ich dann weniger erklären, so hoffe ich zumindest. Und es gibt auch eine Art vom unterstützenden Aspekt dem Solist gegenüber. Ich finde das etwas außerordentlich Wertvolles, Aufbauendes auch. Einzelunterricht, dort kann man reinsitzen, wenn man will, ist aber nicht zwingend nötig. Das F bitte. Der Abstieg, ja. Der Lauf, den müssen wir noch ein bisschen über, gestalten. Also üben. Ja, aber vom grundsätzlich ganz, ganz schön. Gibt es noch etwas zu optimieren, Jungs? Habt ihr etwas gehört, was ich nicht gehört habe? Sarah? Kannst du sagen? Also in dem Fall ist dir nichts besonders aufgefallen? Nein. Gut. Ja, ist noch ein Wunsch? Nein, und den Rest können wir ja morgen anschauen. Ja. Miteinander, ja. Du musst den ersten und zweiten Satz ausspielen. Nein, es ist nur der erste Satz verlangt. Eben genau. Eben genau. Bis da. Ja. Ja, genau. Schön, dann machen wir Schichtwechsel. Mhm. Wer ist der Nächste? Ich. Michael, ne? Mhm. Mhm. Was spielen wir Schönes? Romanze. Romanze. Musizieren allein, daheim. Das ist ja wichtig, das kann man nicht umgehen, das ist eine Pflicht, wenn man will als Musiker Erfolg haben. Aber musizieren mit jemandem zusammen, in dem Fall also mit dem Pianist zusammen, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Da kommt noch sehr viel dazu, das ist ein ganz körperlicher Vorgang, das sind alle Sinne müssen aktiviert werden und es müsste letztlich auch rhythmisch, metrisch zusammen sein und das Ganze müsste ja eine einheitliche Aussage geben. Es sind ja zwei Individuen, die die Musik ganz subjektiv empfinden. Und das muss man dann zusammenbringen. Und das versuche ich den jungen Leuten, den zukünftigen Profis, mit auf den Weg zu geben. Das versuchen wir jetzt zu professionalisieren. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Musizieren ist ein ganz körperlicher Vorgang. Die Posaunisten, die bei mir studieren, sollten nicht Fachidioten sein. Ich versuche noch sehr viel anderes beizubringen, mit auf den Weg zu bringen. Ich bin ja auch Musikkinesiologe Diplomierter und da lerne ich sehr viel einfließen im Unterricht. Nicht jeder tut ja den gleichen Weg wählen. Es gibt Studenten, die wählen, die möchten in ein grosses Symphonieorchester kommen, einen Platz finden, eine Anstellung finden in einem grossen Symphonieorchester. Andere möchten den pädagogischen Weg einschlagen, die wollen also unterrichten noch einen. Wieder andere nehmen das Posaunenstudium als Zwischenschritt zu etwas anderem. Das kann Richtung Dramaturgie gehen oder was auch immer. Und da muss man natürlich flexibel sein. Ein zukünftiger Orchesterposaunist kann ich nicht gleich unterrichten wie ein zukünftiger Posaunenlehrer. Also es ist etwas ganz, ganz Individuelles. Das tut man auch entsprechend Literatur wählen. Thematik sind doch ein bisschen unterschiedlich. Thank you.